Hallo meine lieben Freunde, heute zeige ich euch, wie ihr euren Charakter effektiv und schnell colorn könnt, welche Tools euch dabei zur Verfügung stehen und wie Farben in Toomum Harmony organisiert werden können und auch das Thema Shading schneiden wir kurz an. Farben werden in Toomum per Default als Swatches in eurem Color Panel angelegt. Wenn ihr jetzt in Panik geratet, weil in eurem Color Panel keine Swatches zu sehen sind, liegt es daran, dass ihr womöglich kein Frame in einem Drawing Layer ausgewählt habt. Wenn ihr eine bestimmte Farbe nutzen wollt, müsst ihr diese erst einmal als Swatch anlegen. Dafür drückt ihr dieses Plus hier, die neu erstellte Swatch nimmt dabei immer die Farbe der zuletzt ausgewählten Swatch an. Das ist sehr praktisch, wenn ihr von dieser zum Beispiel eine leichte Abänderung gemäß der Lichtverhältnisse in eurer Szene wollt. Bei Nachtszenen legt man zum Beispiel für jede Swatch eine dunklere Variante an. Das Tolle an diesem Feature ist die immer bestehende Option, die Farbe einer Swatch zu ändern. Diese Änderung wird dann für die gesamte Animation übernommen. Ihr müsst also nicht alles nochmal colorn. Beim Öffnen einer Swatch könnt ihr dieses freche Menü in Augenschein nehmen. Dort findet ihr die Einstellungsmöglichkeiten für Hue, das ist der Farbton, Saturation, das ist die Sättigung, und Value, das bedeutet so viel wie hell oder dunkel etwas ist. Anstatt zwischen diesen Radio-Buttons hin und her zu klicken, könnt ihr diese auch alle gemeinsam über den Multiple-Wheel-Mode anzeigen lassen. Mit diesem Slider hier könnt ihr euch an der Alpha einer Farbe vergehen und ihr seid imstande, lineare und radiale Gradienten zu erstellen. Um so einen zu erstellen, braucht ihr bloß in diese Bar zu klicken, wodurch eine Farbe erstellt wird, die ihr nach Belieben ändern könnt. Das Mischverhältnis zwischen diesen kann über diese lustigen Häuser geändert werden. Gradienten werden automatisch gecentert, editieren könnt ihr diese jedoch mit dem Edit Gradient Texture Tool, welches ihr mit Shift F3 oder über die Tools Toolbar equippen könnt. Für lineare und radiale Gradienten gibt es jeweils unterschiedliche Manipulationsmöglichkeiten, wie in dieser eindrucksvollen Demonstration zu sehen ist. Mit diesen könnt ihr Gradienten rotieren, skalieren und verschieben. Feine Sache. Und zu guter Letzt gibt es noch den Color Picker, der erstaunlicherweise auch Farben außerhalb von Toomum picken kann. Wenn ihr eine finale Wahl für euer Coloring getroffen habt, könnt ihr über das Menü und dann unter Colors Protect Color gehen. Jetzt können betreffende Farben nicht mehr radiert werden. Swatches werden in Harmony in Paletten organisiert. In eurer Startpalette sind per Default immer 6 Standard-Swatches angelegt. Und ja, lasst uns eine eigene erstellen, indem wir das Plus-Symbol hier oben anklicken und im Dialogfeld einen passenden Namen eingeben. Eure erstellten Paletten werden im Ordner eurer Szene, im Unterordner Palette Library angelegt. Diese könnt ihr in anderen Szenen wieder importieren. Dafür geht ihr hier oben auf Palettes Import. Wow! Und noch ein super cooler Palettentipp. Wenn ihr Paletten dupliziert, sind die Swatches darin nicht mehr gelinkt und ihr könnt auf einfachem Weg eine Nachtpalette anlegen. Geht dafür wieder über das Menü Palettes, Duplicate, Palettes. In diesem Zusammenhang möchte ich euch die Funktion Tint Blend vorstellen, mit der ihr einzelne oder alle Swatches mit einer anderen Farbe blenden könnt. Diese erreicht ihr ebenfalls über Palettes Tint Offset Blend. Da ich eine Nachtpalette anlegen will, wähle ich eine blaue Farbe in einem dunklen Value, dann wähle ich die Swatches meiner Palette und blende diese mit der dunkelblauen Farbe über den Regler Amount. Aber lasst uns noch einen draufsetzen und in das sagenumwobene Feld der Effekte eintauchen, indem wir einen Schatten auf unseren Charakter werfen. Dafür müssen wir unsere Palette erst einmal klonen. Jetzt wählen wir wieder über das Menü Palettes Tint Offset Blend aus oder gehen per Rechtsklick auf die Palette und wählen Tint aus. Jetzt können wir alle Swatches mit einer dunkelblauen Farbe blenden. Okay, jetzt wechseln wir in die Node View, fügen einen Color Override, Cutter und eine Drawing Layer Node hinzu. Der Drawing Layer wird uns als Maske dienen. Achtet darauf, dass die Schattenpalette unter der Local Color Palette ist. Bei geklonten Paletten rendert Toomum immer die, die am weitesten oben ist, und unser Schatteneffekt wird funktionieren, indem wir einen Bereich festlegen, in dem alle Farbflächen, die aus der hellen Palette kommen, ausgeschnitten werden. Jetzt schalten wir die Color Override Node zwischen unserem Drawing und den Composite Layer. Per Doppelklick auf die Override Node können wir unsere Schattenplatte auswählen und hinzufügen, und siehe da, wir haben einen Color Override erzeugt. Woo! Jetzt können wir noch dafür sorgen, dass dieser Override nur innerhalb einer bestimmten Auswahl angewendet wird, indem wir eine Maske hinzufügen. Hier kommt unsere Cutter und Drawing Layer Node ins Spiel. Erst einmal schließen wir die Drawing Layer Node an die Composite Node und kreieren eine Form. Ich nehme hierfür das Shape Tool. Jetzt schalten wir eine Cutter Node zwischen den Color Override und die Composite Node und schließen hieran unsere Maske an. Und schon kann das Ergebnis bestaunt werden. Ihr könnt euren Tools weiterhin bestimmte Farben durch Aufhebung der Color to Tool Verlinkung zuweisen. Per Default nehmen alle Tools, egal ob Brush, Pencil oder Shape Tool, die Farbe eurer Swatch an. Wenn ihr die Verlinkung hier oben aufhebt, könnt ihr diesen Tools jeweils eigene Swatches zuweisen. Nachvollziehen können wir dies am besten, indem wir zum Beispiel das Rectangle Tool auswählen und Autofill im Tool Properties aktivieren. Jeder, der nur so ein klein bisschen autistisch ist, dem geht gerade einer ab. Das Eyedropper
Color-Tool, aktivierbar durch Alt-D, lässt euch Farben, die sich innerhalb einer Palette befinden, auswählen. Farben, die sich außerhalb der Palette befinden, können nicht gepickt werden. Ich habe hier mal was Schönes vorbereitet, nämlich Line-Art, das man colorn kann. Coloring geht am besten mit Sublayern. Ich zeige euch aber erst einmal eine einfache Option, dies ohne Sublayer zu tun. Dafür dupliziert ihr den Drawing-Layer mit eurem Line-Art und füllt das Ganze mit euren Bucket-Tools. Das Pen-Tool kann dabei nur einzelne Flächen colorn. Wenn dies nicht funktionieren sollte, ist womöglich eine Lücke in den Vektoren vorhanden. Diese könnt ihr euch durch Drücken der K-Taste anzeigen lassen und schließen, vorzugsweise mit dem Contour-Editor-Tool. Oder ihr aktiviert die Close-Gap-Option im Tool-Properties-Panel des Bucket-Tools, die kleine bis große Lücken für das Füllen ignoriert. Wenn ein Objekt aus mehreren Flächen besteht, braucht ihr euch übrigens nicht mit dem Paint-Tool abzumühen, bis ihr an Carpal-Tunnel-Syndrom leidet, und könnt diese mit dem Paint and Painted-Werkzeug alle auf einmal füllen lassen, indem ihr das ganze Linework mit einer Lasso-Auswahl markiert. Ihr könnt die gleiche Prozedur auch gleich für alle Zeichnungen anwenden lassen, indem ihr die Apply to All Frames-Option aktiviert. Wenn euer Charakter aus mehreren Farben besteht, nehmt am besten die am häufigsten vertretene Farbe und setzt die anderen dann mit dem Paint-Tool ein. Manchmal müsst ihr vielleicht noch ein bisschen cleanen, falls zu viele Flächen gefüllt wurden. So, dasselbe sehen wir uns noch für die Sublayer an. Hier wird das Lineart, wie in den vorherigen Episoden erwähnt, auf dem Lineart Layer angelegt und das Colorart auf dem Colorart Layer. Bitte kopiert nicht das Linework auf den Colorart Layer, hier gibt es eine elegantere Lösung, indem ihr das Linework auswählt und dann im Tool Properties Panel Create Color vom Lineart auswählt. Bei aktivierter Apply to All Frames Funktion könnt ihr diese Prozedur auch gleich für alle Frames anwenden. Besser wäre es noch, wenn ihr bei ausgewähltem Brush, Pencil oder Shape Tool automatically Create Colorart im Tool Properties Panel aktiviert, dann werden diese von vornherein auf dem Color Art Layer generiert. Insbesondere bei texturierten Vector Brushes ist es wichtig, Sublayers zu benutzen, damit das Ergebnis nicht so aussieht wie hier. Denn wenn Line from Color Art generiert wird, passiert das immer für die Mittellinie, nicht aber die Außenlinien eines Brush Strokes. Lasst uns das Ganze mal ausprobieren bei ausgewähltem Paint and Painting Tool, Apply to All Frames und Close Small Gaps. Für alle Frames wurde nun die wichtigste Farbe eingesetzt, ich brauche nur noch die restlichen einzusetzen und bin im Grunde fertig. Schauen wir uns noch Bitmap Coloring an. In Tumum Harmony können Art Layer bekanntlich gemixt werden. Ich könnte also mein Line Art in Vektor halten, während ich auf dem Color Art Layer in Bitmap arbeite. Das benutzt man vor allem für funky Art Styles, denen man einen gepainteten Look geben will. Die Funktion Create Color from Line Art funktioniert nicht, wenn der Color Art Layer in Bitmap angelegt ist, jedoch wenn der Line Art Layer in Bitmap und der Color Art Layer in Vektor ist. Wenn ihr Bitmap-Lines füllen wollt, bekommt ihr erstmal dieses unschöne Ergebnis, die Tränen kullern, doch don't panic. Hierfür gibt es die Möglichkeit, bei ausgewähltem Bucket-Tool im Tool-Properties-Panel die Color Tolerance and Maximum Overlap hochzusetzen und schon sind die Übergänge fließend. Um euren Charakter zu shaden, gibt es viele verschiedene Ansätze. Ich finde es praktisch, das Shading auf dem Line-Art-Layer zu platzieren. Wählt hierzu auf jeden Fall das Stroke-Tool aus, hiermit können unsichtbare Strokes erstellt werden, sodass eine Fläche entsteht, die ihr colorn könnt. Durch Drücken der K-Taste könnt ihr eure Strokes ein- und ausblenden. Für die Füllfarbe des Shadings könnt ihr eine Schattenpalette anlegen oder ihr legt eine dunkelblaue Swatch an, deren Alpha ihr etwas reduziert. Und das machen wir jetzt einfach mal zum Spaß. Und schon sind wir fertig. Ich finde das ein sehr schönes Resultat. Es gibt noch andere Methoden, eine davon werden wir nächste Woche kennenlernen. Und ja, das war's auch schon mit dieser Episode, meine lieben Freunde. Nächste Woche geht es in die letzte Runde, dann dreht sich hier alles um Compositing. Bis dahin, viel Spaß beim Colorn. See you next week, my friends. Tschüssi, Küssi.